Wir haben nächste Folge von The Forestus, Propestus, Staffel 2 mit Skuldurus, Pudurus. Und Konkochtotus. Geil. So, wir wollten jetzt mal wieder ein bisschen was machen. Ja, das wollen wir schon die ganze Zeit. Ja. Oh, uns ich geht langsam das Futter nach. Aus, ne? Wir brauchen wieder ein bisschen. Ach, shit. Ja, ja, vorhin hast du noch gesagt, uns geht nichts aus. Haben wir noch ja, gut. Also ich muss sagen, die Vögel, die hier sind, die geben gut Futter. Wenn du es jetzt nicht ausmerzen kannst, dann. Ja. Gut, und die Bären, die sind eigentlich auch ganz praktisch, wenn sie ja, klein dann noch wachsen. Ich habe theoretisch noch ein paar Samen. Aber ich weiß nicht, Heidelbeerstrauchsamen, sind das die? Ich glaube schon, oder? Ja, man könnte vielleicht noch ein Beet bauen, weil. Also, die da, zwei sind voll, da steht, dass noch Platz ist. Also, achso, dann hau rein. Bei mir steht C. Ja, dann hau rein, das Zeug. Passt, perfekt. Komm mal mit, ich mag dir was zu sagen. Nur eins! Ich hatte nur eins, ja. Ha, lol. Was? Ja, weil ich einen Vogel in der Luft erwischt habe. What do you want? Ah ja. Perfekt. Geil, oder? Geil, oh Mops. Ist ja cool, wenn es so ein Easter Egg gibt, wenn du es nach 50 Tagen echt gerettet. Naja, aber ist das dann Sinn und Zweck des Spiels? Ja. Stimmt. Scheiß auf Funktion. Ja, die haben das ja jetzt eh geändert, ne? Das darf mich interessieren. Ich würde gerne das neue Ende wissen und kennen. Ja, aber wenn man halt das durchgespielt hat, dann fühlt man sich wieder so leer und hat keine Mut. Genau. Deswegen wäre ich es wahrscheinlich. Ja, gut, aber zu sagen, irgendwann, ja, das mache ich dann, wenn ich keinen Bock mehr habe, ist auch blöd, weil dann habe ich keinen Bock mehr und spiele nicht weiter. Ja, so würde ich das nicht machen, aber ich würde halt wirklich, wenn wir halt unsere Siedlung haben und so, denken, so, jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir machen sollen. Was mich nervt, ich glaube, dieser. Hier Rüstungshalter, der wird nie voll werden, weil immer wenn ich kämpfe, brauche ich neue. Ach so. Das ist das Ding, ja. Weil die treffen mich immer mindestens einmal. Ja. Ja, was? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Gut, jetzt müssen wir mal wieder was machen, irgendwie tief, das gefällt mir nicht. Was könnte man denn bauen? Freie Zone, wo war das? Da ist es. Eigenes Fundament. Wie haben wir denn die gebaut? Wir haben da nicht Fundament gebaut, sondern einfach gleich den Boden, oder? In der Boden und dann kann man hier dann die Höhe? Nee, man kann dann nicht die Höhe. Also doch erst Fundament? Ich weiß es nicht. Ding das hier, Plattform. Wie sammelt man eigentlich die Samen für diese Heidelbeersträucher? Wenn man es einfach sammelt, denke ich. Also wenn man es isst, oder was? Ja, denk schon. Eigenes Fundament, oder? Das ist doch das hier so. Okay, das war vielleicht doch so. Alles klar. Wie machen wir das denn jetzt dann? Machen wir hier vielleicht so. Ich schau gleich mal zu dir, was du da vertreibst. So. Ich sehe gerade nicht, wie sieht es aus. Und so. Aber schon wieder vielleicht fast zu groß, aber es soll eine geile Siedlung werden. Ja, es soll eine schöne große geile Siedlung werden. Dann eigene Treppe. Was ist da gerade kaputt gegangen?
Ach, du hast da irgendwas gemacht. Ja, das sieht ganz geil aus. Das gefällt mir. Hast du schön gemacht. Aber soll das jetzt unser Haus werden? Ich bin gerade nicht sicher. Es könnte auch... Hey, die Treppe sieht auch ganz in Ordnung aus. Obwohl... Naja, nee, die ist wieder zu hoch. Ja, ich dachte, die Treppe... Ja, sollen wir die Treppe nicht dann eher anpassen, wenn das fertig ist hier? Ja, ist wahrscheinlich am besten. Gut, aber ich sag mal, für Steinlager ist fast zu... Oh, als Steinlager ist... Jawohl, die Steindinger, die sind gar nicht mehr so klein, ne? Doch, die sind klein. Ehrlich? Glaube ich. Was? Hält sich sehr in Grenzen. Also, so wie Stocklagerung. Ja, wollen wir eigentlich unser Haus so richtig fett machen? Ich weiß es nicht, ob wir ein Haus... Mit mehreren Stockwerken oder mehrere Häuser, mehrere so kleine. Jeder so... Huch, das wollte ich gar nicht. Oder jeder sein eigenes Haus. Wie groß das Ding ist, Alter. Holy shit. Hey. Ja, dann machen wir, ja, das passt schon. Bisschen klein, ich weiß es gerade nicht. Also für unser Haus könnte... Also für ein Haus könnte es mindestens lang. So ein Bett, ein kleines Ding und daneben steht noch ein Haus dann. Ja, komm, ja, lieber mehrere Häuser, kleinere. Weil sonst sind es so riesige Bauprojekte. Ja, ja. Ich überlege gerade, ob wir den Wagen nehmen und dann erstmal wirklich... Hallo? Hallo. Das geht gerade nicht. Ah, jetzt. Voll machen wir das oder was? Ja, weil dann brauchen wir nicht immer hin und her gehen. Naja. Genau, so habe ich das mir vorgestellt. Ist eh bald Nacht, dann müssen wir eh bald schlafi machen. Oh nein. Geht da noch was drauf, oder? Was? Ah, okay, das war's. Dass du das überhaupt schieben kannst, Alter. Ich bin high, wusstest du das nicht? Nee, siehst du nicht aus. Du musst aufpassen, immer nur zwei nehmen, weil sonst... Es geht mir zu langsam. Scheiße. Wie fehlen jetzt noch? 13? Doch noch so viel? 11. Aber wir müssen eh gucken, wie schaut's aus mit dem Schlafi-Schlafi. Wäre schon machbar. Ah, okay. Ich nehme dann noch zwei. Ja, also so ein Baumstammlager hat schon seine Vorteile. Ja, aber du musst den halt auch immer voll halten, ne? Ja, ja, klar. Aber dann, wenn du halt einfach mal zeitlang nichts tust oder. Oh. Gut, aber am besten ist schlafen, nicht, dass jetzt das nie wieder verkackt wird. Weil Max ist noch schon fertig, war. Nee, geh mal schlafen. Ich hatte nur zwei auf dem Rücken. Ich sehe schon gar nichts mehr. Das ist stockfinster. Das ist richtig dunkel. Holy moly. Ja. So. Das können wir nicht alle machen. Überall noch so Laternen und so. Ja, dass wir in der Nacht vielleicht. Das sieht dann geil aus. Aber dann werden die doch irgendwie angelockt durch Licht. Ich weiß es nicht mehr. Das sind eh nur die letzten. Aber dürfte vielleicht reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sind eh zu viele. Noch ja. Eins. Na komm jetzt. Hallo. Ich will da hinbauen. What the fuck? Achso. Ah, nein. Oh, ich bin eingebaut. So. Oh, geil. Ich merke gerade, ich sollte das essen. Ah ja, essen. Habe ich noch ein bisschen... Nö.
Ich muss von hier essen. So. Lass dich halt gleich da für die Treppe. Ah ja, stimmt. Gute Idee. Freies Bauen. Eigene Treppe. Bup. Machst du gerade? Ja. So, von der Höhe her müsste es doch jetzt passen, oder? Dürfte. Passt, oder? Auch schön mittig, ja. Kann man Bauen abbrechen? Ja, einfach B nochmal drücken. Oder rechte Maustaste, glaube ich. Müssen wir ausprobieren. So. Fuck. Scheiße. Da hinten war überhaupt keine Baumstämme mehr, oder? Nee, war leer. Nein. Na gut. Dann auf. Auf zum Baum fallen. Lol, hab ich grad. So. Oh, ich mache immer am Anfang den schweren Angriff. Weiß auch nicht warum. Bäm, bäm. Nee, nicht so geil. Baum fällt. Nein. Was? Risky. Health Mix. Nee, oder? Aber das heißt nicht. Aloe Vera, Sonnenhut. Das ist irgendwie gerade so dumm, wie das Sonnenhut macht. Da hinten laufen sie schon wieder. Mensch, ach, haben die kein Zuhause? So sportlich. Nehmen wir morgendlichen Jogging. Oh, ich habe noch ein kleines Fleisch im Inventar. Schnell mal drauflegen. Ich glaube, der ist voll. Moment, ist hier gerade ein Baum gewachsen? Oder war schon mal da? Ich bin nicht sicher. Haben wir das eingestellt? Wir haben. Haben es eigentlich ausgemacht? Und sieht eigentlich auch so aus. Ja, eigentlich schon. Wir haben es so, dass es irgendwie länger braucht zum Wachsen. Nee, ich glaube, wir haben es komplett deaktiviert. Also haben wir gesagt, wir machen es wieder aktiv, wenn. Ja, wenn wir es brauchen. Ich komme hier nicht hoch. Kommst du da hoch? Ja. Ah, gut. Da gibt es so ein. Ich glaube, du bist zu weit weg. Ich fall da immer in das Loch rein. Lol, ja. Lol. Was zum. Das. Welches Loch? Du willst mich verarschen. Ach. Das Bauen ist doch. Keine Bauerfahrung in The Forest. Keine Bauerfahrung. Das kann ich so nicht hinnehmen. Was für eine Verschwendung. Kann man die wieder aufnehmen oder so? Nein, natürlich nicht. Ja, dann machst du. Ach. Was für eine Scheiße. In der Tat, ja. Es geht vorher die ganze Zeit aus. Oh, das ist echt schwarz. Nö.
gefällt mir so nicht. Einen Moment, hab's gleich. Oh, halt, ich bin schon satt, du warst schon satt. Ach, ja. Bleib da, du dummer F... Boah, ey, das Bauen, ey, ich weiß nicht. Ja, das war immer schon extrem nervig. Irgendwie schade, dass man die kleinen Fleischstückchen nicht zum Trocknen aufhängen kann. Nervig. Ey, du hast aufs Fundament draufgeschlagen. Ja, das... Oder du. Nein, das war auf deiner Seite. Ja, genau. Spast. Gut, eigene Wand hier. Ja, Oh, okay, Moment mal. Ach, komm schon. Ich glaube, jetzt habe ich eine Wand gebaut, oder? Mit einem Baumstamm. Nicht dein Ernst. Nö. Nicht? Ja, dann fehlt trotzdem. Hier sind nur noch so ganz viele kleine Dinger. Das bringt doch nur Äste, oder? Oder bringt es... Bringt das Baumstämme, ne? Hier, kann nicht sein. Hier hat man... Ne, hier hat... Ah, Wand. Wand mit Tür. Lol. Not your ernst hier. Ne, das bringt nur Sticks. Scheiße. Ah, hier sind noch... Geil, hier sind Baumstämme. Moment, ist das so... Alter. Wand mit Türe. Ich hol's mal von hinten, weil da finde ich die wieder nicht später. Und wenn ich jetzt hier Wand mache. Lol, willst du mich verarschen? Also ja, wie? Eindeutig, ja. Hey, jetzt mal eine ganz. Hm? Richtig dumme Frage, wie haben wir geschafft, eine Tür reinzubauen? Bin ich dumm? Ach, scheiße. Es gibt so eine eigene Wand in der Tür, oder? Ja, ja, aber wie tut man dann? Boah, ich hatte so Angst um den Wagen. Okay, Moment, sorry. So Angst um den Wagen hatte ich gerade. Weil der Baum direkt in Richtung Wagen gefallen ist. Okay, dann das. Ja, kann sein, dass... Ach ja, stimmt, wir müssen jetzt zuerst die Wände machen, wegen der Treppe, ne? Oh. Wegen der Tür, ja. Oh, nee. Aber komisch, man kann, wieso kommen wir jetzt eigentlich nicht? Oh, geil. Geht wenigstens ein Baumstamm her. Ja. Machen wir die Türe hier links oder rechts? Ja, lass mal da. Moment, ist das jetzt draußen oder drin? Das wird draußen. Das sieht nach draußen aus irgendwie. Das ist drin. Ich glaube, das ist drin, ja. Das ist jetzt drin, ja, so passt's. Dann bauen wir erstmal die Wand hier. Perfekt. So, dann brauche ich jetzt mal. Scheiße. Nein, komm ich hoch. Nee. Oh, wir wurden angegriffen. Set die Verteidigung.
Wir haben nichts. Holy shit, meine Pfeile, die sind 17 nur noch. Hm. Oh, die Knochen könnte ich brauchen. Vorsicht! Ah ja, genau. Triff nicht mich. Geil, Knochen. Scheiße, wie kriege ich die jetzt hoch? Ah, jetzt. Hab's dann. Warst. Gut, da steht noch einer. Nein, bleib da. Ich bin weggesprungen. Perfekt, Alter. Perfekt. Ach, jetzt habe ich die Waffe von dem aufgenommen. Oh, ich bin blutig. Nein. Maurice. Hast du gerade Knochen aufgehoben? Wahrscheinlich 2 Stück, genau. Ja, der Rest gehört dir. Ja. Wie weit ist er denn? Deine Rüstung ist eigentlich, oder? Du hast doch relativ viele. Nö, nur 3. Oh, okay. Da kommen nicht doch so viele Knochen. Ja, man braucht echt viele Knochen. Schildkröte! Hol sie dir! Die schwimmt ja im Wasser rum. Hol sie dir trotzdem. Lol, ich kann die im Wasser nicht killen, glaube ich. Na gut, die kommt freiwillig an Land, weil es dumm ist. So. Erstmal, juhu. Das tue ich da mal rein. So. Dann. Jo, ich habe jetzt keinen Stoff mehr, also. Jetzt ist schon wieder vorbei, ne? Ja, das ist halt das. Dann habe ich versucht, diese Reptilienrüstung zu machen. Essen. Was ist das, Sammler? Nicht nochmal daneben vielleicht, weil hier so ein kleiner Durchgang ist, weißt du? Vielleicht so dahinter, so ein 4-4er-Ding. Ja. Genau. Perfekt, Alter. Geil. Jawohl. Geil. Ja, 3 Dinger, das ist schon mal sehr gut. Dann unser Garten und so, jawohl. Langsam wird's wieder. Das ist eigentlich so richtig geil, eigentlich so, das ist dann so die Dorfmitte mit dem Garten eigentlich. Mhm. Das sieht cool aus. Nur die Bären können ein bisschen schneller wachsen, komm schon. Ja, die können ein bisschen, aber wenn wir zu 30 Wasser stellen haben. Das ist irgendwie cool, wenn man die haben, irgendwie bessern könnte, dass wir schon wachsen oder so. Aber wenn wir jetzt noch 30 Wasserstellen haben, also mit so Schildkröten-Dingern, dürfte auch gut sein, wenn es einmal regnet, dürfte das bis zum nächsten Mal. Ich sag mal, verdursten tun wir eh nicht, weil wir eh so einen See in der Nähe haben. Das ist halt ein bisschen gemütlicher, sag ich mal. Ja, eben, das ist eigentlich so Luxus. Ja, gut, aber das Problem ist wirklich eher Essen. Das Ding ist mit dem Wasser holen, es verbraucht Zeit. Es verbraucht richtig Zeit. Furchtbar viel Zeit, ja. Und wenn du hingehst, wieder zurück, Wasser kochen, ist schon wieder dunkel. Und dann darfst du das Todeskreislauf, auf den du nicht rauskommst. Und wenn du jetzt so... Achtung! Wow! Wow! Shit, Alter. Das mag ich auch richtig, wenn der Baum fällt. Er läuft voll drunter durch. Ich dachte, jetzt ist vorbei. Jetzt ist er tot. Gegen Eingeborene, gegen alles halten wir durch. Und Todesursache, Baum ist auf den Kopf gefallen. Das ist echt traurig. Aber diese, ich sag mal, diese Äste, die tun eigentlich nachwachsen. Ne? Ach, hier ist unsere Falle, ne? Lul. Ja, genau, schon mal rein.
Ist noch offen. Funktioniert. Ich schau mal kurz den anderen. Funktioniert genauso gut wie letztes Mal. Wo wir 20 Stück davon hatten oder so. Gefühlt. Hast du die letzten zwei Baumstämme? Ja. Ich glaube, das Hauptproblem ist eigentlich. Genau, das ist eigentlich in diesem Käfig nicht so. Die sich nicht fortpflanzt. Ja, also man kann es ja reinsetzen, aber da ist nie was passiert. Ja. Früher nicht. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht da. Ja. Guck ich schon mal kurz den anderen. Hey. Fallen. Zack, zack, au. Blöder Stein. Was soll denn das? Das ist auch noch. Gut, und die Zeit scheint dann auch wieder schon wieder zu sein. Ich mag die Treppe fertig kriegen hier. Jo, jo, jo. Das machen. Oh, jawohl! Was? Der ist, die Falle ist zu, aber es ist kein Viech drin. Das hatten wir auch schon öfter. Doch, doch, doch. Luch oder wie oder ein Hase? Lol, nein, da ist ein Eichhörnchen drin. Geil. Geilen Eichhörnchen. Gut, wie nehme ich jetzt? Warte, wenn ich jetzt da einen Stock hinhau, entkommt es dann? Ich guck mal aus. Habe ich da jetzt irgendwie Fleisch? Wo ist kleines Fleisch? Das habe ich schon drin. So, jetzt habe ich keine Pfeile. Ja, lol, habe ich jetzt das Ding genommen? Ne, und. Ich verstehe das nicht, keine Ahnung. Ja, also die ganzen Leuchtfackeln, Pfeile und. Spawn da wieder schön. Bisschen Money, Money, Money. Glühwein sogar. Ja, die Pfeile wollte ich mir gerade holen. Ist, glaube ich, eh für jeden sichtbar von uns. Ey, das kann sein. Ah ja. Das sind noch zwei Töpfe. Boah, das mit den Pfeilen finde ich richtig geil. Ja. Da haben wir unendlich Vorrat. Weil der Bogen, der ist echt. Voll mit dem Pfeilen. Selbst. Ja. Können die Marshmallows mitnehmen? Nein. Geil. Jetzt habe ich schon wieder was getrunken. Nee, ich muss mich da echt erkundigen, was hier die Ding ist. Weil ich schmeiß da meine Soda raus oder was auch immer ich da trinke. Ja, jetzt habe ich gar keine Soda mehr. Ich glaube, ich habe 5 Sodas einfach getrunken. Ohne dass ich Durst hatte. Das darf nicht passieren. Blöd. Das ist echt behindert. Nee. Ah, weil ich eh noch 2 kleine Fleischchen drin habe, kann ich die eigentlich gerne. Also unser Ding ist voll, ne? Unser Pfeilkorb. Ja, das ist cool. Also ich habe 2 Fleischstückchen ins Bäuerchen. Oh, es sieht cool aus, wenn es auch voll ist. Cool, cool. So, ja, du hast gesagt, die Zeit ist eh um, oder? Ja, weil. Ja, genau. Achso, die Treppe ist. Gut, passt. Ist was zum Essen? Nee. Es wird dunkel, aber. Ich esse jetzt vielleicht trotzdem was? Nee, komm. Ja, ich weiß nicht, wie Hunger du hast, aber. Halb. Hab ich das dann verbrennt? Ich esse jetzt. Oh, das sieht geil aus, Alter. Das sieht geil aus. Ja, ich glaube, das ist ein geiles Projekt eigentlich, was wir da mal damals angefangen haben. War eine schöne Idee. Ja, natürlich war das eine schöne Idee. Yes. So ganz viele kleine Hütten, das ist schon cool. Hat was, so ein kleines Dom. Aber das Licht fehlt noch. Also ich möchte echt... Ja, das Licht, das kommt sowieso. Die Überlegung ist jetzt, ob man dann so Stand Fackeln daneben setzt oder ob man dann wirklich noch Dächer drüber macht und dann diese Hängelaternen macht.
Das weiß ich nicht. Also Dächer müssen wir sowieso drüber machen. Irgendwann mal. Oh, das mal. Wird noch richtig ätzig, glaube ich. Ja, das wird richtig nervig, das stimmt. Aber die Dächer, ich habe so... Wir könnten theoretisch auch einfach ein flaches Dach machen. Unterschiedlich. Bei einem flaches Dach, beim anderen ein schönes Dach, bei unserem Haus natürlich ein tolles Dach, wow. Beziehungsweise bei den Hütten. Machen wir jetzt eigentlich so einzelne Holz, also so gemütliche Waldhütten zum Pennen, wo mal Betten drin sind und so, oder tun wir da wirklich eine Luxusvilla für uns? Sowas, die... Weiß ich nicht. Jetzt ist eh dunkel. Gehen wir schlafen. Aber ich glaube, ich wäre sogar dafür, so mehrere kleinere Hütten jetzt. Und vielleicht irgendwann mal, wenn wir gar nichts mehr zu tun haben, eine richtig fette Villa halt. So gehen wir schlafen. Und die dann halt, was weiß ich, vielleicht ins Wasser bauen, was weiß ich. Ja. So ein Steg hin und dann da unsere Seevilla oder so. Und dann vielleicht nicht allzu groß, weil sonst wird es wirklich ätzig zu bauen. Na gut, schlafen wir einfach mal. Dann speichern sollte man auch mal wieder. Jo, mach ich. Ich speichere auch mal. So. Ach, der Morgen hat angebrochen. So schön. Ich bin gerade richtig motiviert zu fahren. Was hast du getan? Ich verblute. Was? Wieso verblutest du? Ich weiß nicht. Ich verreck gerade. Achso, weil ich Durst hab. Ja, also wenn ich duscht hab, verblute ich auch immer. Ja, nee, das war so, das war rot und ich hab das nicht gecheckt. Ach so, ja, das... Das sah aus wie so ein Bluttropfen und ich dachte, das heißt, dass ich blute. Ja. Jetzt ist er da. Ja, gut. Dann beenden wir diese Folge. Ja, genau, das wird immer beenden, ja. Aber ich muss ehrlich sein, mich nervt jetzt irgendwie trotzdem, dass der Eingang zu unserem Stocklager hinten ist irgendwie. Ich glaube, es wird schön auch schon, wenn hier einfach noch rumgehen. Ja, ich dachte mir auch schon, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Aber es ist jetzt nur umbauen, das ist es. Nee, ich glaube, das ist es nicht wert. Obwohl, man könnte es eigentlich machen, ne? Also man könnte hier eigentlich einreißen. Ja, hier ist dann so, weil das Problem ist dann, weil das so weit oben ist, haben wir so eine ewig fette Treppe darunter. Das stimmt. Weil das so weit oben stimmt. Ist. Ja, stimmt, die Treppe sieht dann wahrscheinlich scheiße aus. Ja, dann lass. Wurscht. Da müssen wir jetzt oft rein. Gut. Danke fürs Zuschauen. Dann sieht es ein bisschen asymmetrisch aus. Auch schauen wir mal. Genau, also dann. Vielleicht bis zur nächsten Folge. Ciao.